Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 66 Flake. Im heutigen Video gucken wir uns mal ein paar Duell-Replays und danach das Deck-Profile vom Mathematiker-Deck an. Haben das Deck beim Channel von Kogarasho entdeckt. Yu-Gi-Oh! Dragon hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der spielt das Deck auch sehr, sehr gerne. Und ich habe jetzt auch mal die ersten Duelle gemacht und es ist totally broken. Man kann es natürlich erst vernünftig zocken, wenn Floatress dann draußen ist. Also die Schwebburg. Die hatte ich ja gestern auch mit in meiner Kartenvorstellung drinne bei Yu-Gi-Oh! Den, also Karten, die in der Zukunft erscheinen. Und wenn die dann draußen ist, dann geht's hier richtig pervers ab mit dem Mathematiker-Deck. Man kann eine Hand-Lose-Combo starten, also dem Gegner Handkarten klauen, so wie ich das schon erwähnt habe. Und das gucken wir uns jetzt ja auch mal im ersten Replay an. Das ist einfach die Combo, wo man Mathematiker und Soul Charge hat. Man wirft Carbonadon in den Friedhof, entfernt den für Labradoid. Macht Gotthams, klaut schon mal die erste, holt dann mit Soul Charge alle drei vom Friedhof zurück, klaut direkt eine zweite Handkarte, macht die Schwebburg, also Floatress, holt Gotthams und man macht Enterprise Neo, der noch eine Handkarte entfernen kann, setzt sich hier noch MST und Fiendish Chain, mein Gegner settet noch ein Monster und next turn aktiviere ich Floatress Effekt und er gibt auf. Ist einfach zu krass, ein richtiger heftiger Vorteil, den man sich hier erwirtschaften kann. Wenn man hier an der Stelle noch einen finsteren Gräfer gehabt hätte, kann man sich noch vorstellen, was noch daneben hätte kommen können. Unser Freund Beelze, gehen nachher mal noch durchs Extra-Deck. Und hier habe ich auch ein Replay mit Beelze, der absolut OP ist in dem Duell. Müsst ihr euch mal reinziehen. Denn unser Gegner liest ja nicht alle Effekte von Beelze und zockt aber ein interessantes Gimmick-Puppet-Deck. Ich fange an mit Dark Gräfer. Für Beelze, First Turn, es hätte noch den Ruf und das Zwangs. Und unser Gegner fängt an mit Scissor Arms, wirft sich die Doll in den Friedhof. Clockwork kommt, Birdman Special, Clockwork nochmal. Clockwork macht Beelze auf 0 und er holt Star Eater, greift Beelze an. Merkt aber jetzt erst, dass Beelze dadurch nicht zerstört wird. Und durch Beelzes Effekt geht er jetzt auf 6200. Können hier noch mal ansetzen, noch einen Schrottdrachen oder Radiance-Drachen zu machen und mit den beiden hätte ich sicherlich auch noch Arc machen können hier, um Star Eater zu übernehmen. Sind auf jeden Fall richtig krasse Möglichkeiten hier gegeben und in dem Duell war Beelze mal wirklich richtig OP. Hier auch noch Ruf verdeckt, also sehr, sehr gutes Deck, Mathematiker. Und hier habe ich mal noch ein drittes Replay, bevor wir uns dann das Deck angucken vom Kogarasho. Habe ich auch wieder die Handloose-Combo First Turn am Start. Und aktiviere aber mal noch Wicked Starscott Eater und kann mir beim Entfernen hier noch einen finsteren Gräfer im Friedhof knallen. Aktiviere wieder Soul Charge und diesmal werden vier Monster geholt und zwar noch der finstere Gräfer, der noch mit der Karte hier im Friedhof ging. Gotthams klaut wieder Handkarte. Gotthams zurück, Enterprise Near klaut wieder Handkarte, die entfernt wird. Und dann einfach noch First Turn Beelze daneben gelegt hier. Das ging dann diesen Zug hier mal durch diese Karte, Juwelen des Wackeren. Dark Hole und MST, kann aber nichts mehr großartig reisen hier. Beelze bleibt liegen, Gegner settet eine Ice Hand. Und next turn haben wir hier wieder Chancen auf Schrottdrachen oder Stardust Radiance. Und unser Gegner gibt auf. Gucken wir uns noch kurz das Deck an. Haben wir hier, wie gesagt, ist nicht mein Bild, sondern von Kogarasho. Ich habe hier nur ein bisschen am Extra-Deck ein bisschen rumgeschraubt. Und er zockt Main ein Labradorit, zweimal Galaxy Serpent, dreimal Malicious, ein Finster Gräfer, dreimal der Armageddon Ritter. Ich bin hier noch am überlegen, noch eine Verstärkung reinzunehmen, weil oftmals braucht man den Gräfer und nicht den Armageddon Ritter. Oder hier einfach auf 2 hochzugehen, mal gucken. Dann auf jeden Fall zweimal Summoner Monk, dreimal der Mathematiker für die Combo, dreimal Carbonadon, zweimal Plex Brother, ein Allure. Triple Soul Charge, ein Foolish, 3 MST, ein Burial, kommt natürlich auch wieder broken in dem Deck, dreimal Wicked Starscott Eater, einmal die BTH, einmal das Zwangs und dreimal Fiendish Chain, zweimal Ruf der Gejagten, eine ernste Warnung. Mein extra Deck für den Build, einmal Gotthams, einmal Floatress, einmal Beelze, ein Scrap, ein Stardust Spark, oder wie ich den jetzt die ganze Zeit im Video genannt habe, Stardust Radiance. Dann ein Moonlight Rose Dragon, einmal Psyhemuth, ein Armadis, dann einmal Enterprise Near,
einmal M7, einmal Bouncer, einmal Silent Honor Arc, ein Lavalva Chain und einmal Levi Air. Das war's für heute, YouTube. Ich hoffe, das kleine Mathematiker-Kombo-Video hier hat euch gefallen. Wenn ja, gebt wieder Likes und Kommentare. Bleibt wie immer dran. Euer 666 Flake.